Guten Morgen, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zur Frage, wie trainieren forschende Algorithmen mit medizinischen Daten, ohne den Datenschutz zu gefährden? Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center. Und ich freue mich auch, heute insbesondere unsere Expertinnen und unsere zwei Experten hier willkommen heißen zu dürfen, die ich gleich noch einzeln vorstellen werde. Insbesondere im Bereich der Medizin sind Daten über Patientinnen und Patienten für die Forschung ja sehr wichtig. Das gilt für die medizinische Forschung natürlich im Allgemeinen, aber im Besonderen eben auch, wenn Algorithmen aus den Bereichen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens anhand der Daten trainiert werden sollen. Da solche Gesundheitsdaten aber eben auch zu den sensibelsten Daten gehören können, die man über eine Person sammeln kann, müssen sie auch besonders gut geschützt werden. Das kann dann leicht zu scheinbaren Konflikten zwischen Forschung und Datenschutz führen. Es gibt klassische Methoden, die Daten, ich sag mal, unkenntlich zu machen, wie zum Beispiel die Anonymisierung. Aber es gibt eben auch Ansätze, eine KI auf bestimmte Art und Weise anzulernen, sodass der Datenschutz gewährleistet bleibt. Welche Ansätze es gibt, wie zuverlässig sie den Schutz der Privatsphäre mit der Forschungsfreiheit verbinden können, welche Vor- und Nachteile sie haben, wie man überhaupt die Performance von Algorithmen beurteilen kann und ab wann sie in der klinischen Praxis hilfreich sind, welche ethischen Aspekte zu dem Thema zu beachten sind, und wie man zwischen dem Schutz der Gesundheitsdaten und dem Mehrwert für die Forschung abwägen sollte. Das sind einige Fragen, die wir heute mit unseren drei Fachleuten besprechen möchten. Bevor ich mit dem Vorstellen der Experten und der Expertin beginne, noch der Hinweis an Sie da draußen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne über die Fragefunktion von Zoom stellen. So können dann Ihre Kolleginnen und Kollegen auch alle gestellten Fragen sehen. Da gibt es keine Doppelungen und die Fragen können zum Teil eben auch aufeinander aufbauen. Also bitte die F&A-Funktion für die Fragen nutzen und nicht den Chat. Jetzt aber zu den drei Fachleuten, die hier dabei sind. Schön, dass Sie alle heute dabei sind. Ich stelle Sie jetzt in alphabetischer Reihenfolge vor und fange an mit Professor Dr. Andreas Meyer. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Mustererkennung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Meyer, Sie kommen ja aus der Forschung zur KI. Was sind denn so die bekanntesten Ansätze, um beim Anlernen von KI den Datenschutz zu gewährleisten? Können Sie da vielleicht auch kurz die Vor- und Nachteile darstellen? Und inwiefern ist es für Sie in Ihrer Arbeit eine Einschränkung oder ein Problem mit, ich sage mal, eingeschränkten Daten, also zum Beispiel anonymisierten oder aggregierten Daten zu arbeiten? Ja, also es gibt verschiedenste Ansätze und ich denke, die einfachsten Verfahren, die eben bei statistischen Auswertungen sind, fangen mit Aggregation an, dass man quasi über mehrere Patienten mittelt und dann quasi nicht mehr auf einzelnen Patienten arbeitet und dadurch quasi vermeiden kann, dass man Rückschlüsse auf den einzelnen zieht. Das Problem, dem ich dann gegenüberstehe, ist, ich bin sehr stark in der Bildverarbeitung aktiv und da brauchen wir natürlich die einzelnen Bilder. Wenn ich jetzt anfange, Bilder von mehreren Patienten zu mischen, dann ist es so gut wie unmöglich, dort noch vernünftige Diagnosen zu machen. Deswegen gibt es in unserem Feld dann noch verschiedene andere Herangehensweisen. Zum Beispiel stellen die NIH dann anonymisierte Datensätze zur Verfügung, bei denen dann quasi alle Patientendaten entfernt wurden und man sieht quasi nur noch zum Beispiel ein Röntgenbrustbild, von dem man zurzeit ausgeht, dass das anonym ist. Man quasi anhand eines Röntgenbrustbilds nicht erkennen kann, welche Person abgebildet ist. Dann gibt es noch andere Datensätze oder andere Ansatzweisen, wie zum Beispiel in Dänemark, die quasi die Daten zentral sammeln und dann wirklich einzelnen Forschern zu gewissen Fragethemen direkten Zugriff auf diese Daten gewähren. Und was ich selber natürlich sehr gut finde, ist die Datenspende. Also gerade bei Bilddaten gibt es auch Vereine, die dann quasi dazu aufrufen, dass man Bilddaten für die Forschung spendet, aber dann jederzeit auch sein Einverständnis wieder zurückziehen kann. Und letzten Endes kann man auch noch mit sogenannten Federated Learning versuchen, direkt auf den Verschluss, also direkt die Daten im Krankenhaus zu lassen und die KI quasi verteilt auf verschiedene Krankenhäuser zu schicken und das Training dann in den Krankenhäusern durchzuführen, so dass quasi die Aggregation beim Training des Modells passiert. Und damit ist quasi auch ausgeschlossen, dass man dann auf einzelne Patienten Rückschlüsse ziehen kann. Und würden Sie sagen, es ist für Sie jetzt schwerer, mit den aggregierten oder anonymisierten Daten zu arbeiten, oder ist das keine große Einschränkung? Also Ja, natürlich ist es leichter, wenn man die Daten direkt sehen kann. Stellen Sie sich vor, es ist ein Datensatz falsch annotiert. Es wird festgestellt, dass ein Lungenödem angeblich auf dem Bild ist. Dabei ist tatsächlich irgendwie das Herz vergrößert. Dann lernt natürlich der entsprechende Algorithmus auch etwas Falsches.
Und gerade wenn ich nicht den Zugriff auf die Originaldaten habe, dann fällt es eben schwer, die Datenqualität zum Beispiel zu wahren oder Fehler in den Daten zu finden. Insofern stellt es uns schon vor gewisse Herausforderungen und am einfachsten wäre es natürlich, auf alle Daten zuzugreifen und die komplette Sicht auf die Dinge zu haben. Und wir sehen auch, dass wenn man zum Beispiel mit Techniken des Federated Learnings arbeitet, je nachdem, wie stark man den Datenschutz einstellt, kann das auch zu leichten Einbußen in der ja, letztendlichen Erkennungsgenauigkeit führen. Also es ist eine Herausforderung, aber es ist natürlich auch ein wahnsinniges Spannungsfeld, weil man zum einen ja auch die einzelnen Patienten schützen möchte und zum anderen aber auch für das gesamte Patientenkollektiv bessere Diagnostik- und Behandlungsmethoden entwickeln möchte. Vielen Dank. Als nächstes komme ich dann zu Professor Dr. Joachim Schulze. Er ist Direktor des Forschungsbereichs Systemmedizin am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, dem DZNE in Bonn. Herr Schulze, Sie sind außerdem Last Author einer Studie zu einem Ansatz namens Swarm Learning, die kürzlich in Nature erschienen ist. Können Sie einmal kurz diesen Ansatz erklären? Herr Meyer hat ja mit der Erklärung zum Federated Learning schon ein bisschen den Grundstein gelegt, sage ich mal. Und noch eine Frage an Sie als Primärmediziner, sage ich vielleicht mal, der sich auch mit KI beschäftigt. Wie kann man denn die Performance von Algorithmen in der Medizin überhaupt beurteilen und ab wann sind die in der klinischen Anwendung hilfreich? Das sind jetzt drei große Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, zu dem Swarm Learning. Wie Herr Meyer schon gesagt hat, gibt es da eben unterschiedliche Möglichkeiten, den Datenschutz zu berücksichtigen. Federated Learning ist so eine Möglichkeit, dass man eben an verschiedenen Standorten die Daten lässt, aber letztendlich hat man beim Federated Learning immer noch eine zentrale Instanz, die letztendlich mit das Ganze orchestriert. Das ist insofern dann gut, wenn die zentrale Instanz glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Wenn sie es nicht wäre, dann hätte man dort ein Problem. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, kann man diese zentrale Instanz, die auf die Sicherheit und die Regeln und so weiter alles in diesem Federated Learning quasi orchestriert, kann man die nicht auch noch sicherer machen? Und da mein Partner, ein Industriepartner, in dem Fall Hewlett Packard Enterprise, das ist eine Firma, die eben kein Datenbusiness hat, sondern nur Technologie. Und die sind genau wie wir auch zu dem Schluss gekommen, dass man es in einer möglichst komplett demokratisierten Weise macht. Also deswegen dieses Schwarmbild und diese Zentralinstanz vielleicht auch noch ersetzt. Das hat aber den Nachteil, dass die Sicherheit dann damit möglicherweise niedriger wird und die muss technisch dann dargestellt werden. Und das wird in dem Swarm Learning durch sogenannte Smart Contracts und einer Blockchain gemacht. Nicht vergleichbar mit der Bitcoin-Blockchain, sondern es ist eine sogenannte Privacy-Preserving-Blockchain, also technisch so dargestellt, dass nur Leute in dem Schwarm mitmachen können oder Institutionen, die vorher diesen Contract abgeschlossen haben. Das ist auch nicht eine öffentliche Sache, sondern sicherlich immer in der Domäne, wie jetzt in Medizin, also Krankenhäuser, Institute. Auf der Ebene würde das laufen, also nicht auf End-User-Ebene. Und diese technologische Veränderung haben wir quasi getestet. Das macht einen großen Unterschied, wenn man sich beim Federated Learning ja schon auch vorstellen kann, dass große Player in der Datenwelt dort die zentralen Rollen übernehmen könnten. So ist es zum Beispiel häufig auch in anderen Staaten. Das Swarm Learning wird es ermöglichen, einen Schwarm gleichberechtigter Partner darzustellen. Und die Frage war halt genau die, Herr Meyer auch gestellt hat, kann man damit genauso gute Ergebnisse erzielen, wie wenn man die Daten alle zur Hand hätte, was in der Medizin aber zunehmend nicht mehr möglich sein wird, weil sie immer zu groß werden. Und unsere Erfahrung mit den Daten, die wir genommen haben, ist, dass die Abstriche, die man machen muss, entweder nicht da sind, was wir auch schon beobachtet haben, dass so ein Schwarm tatsächlich auch in manchen Dingen, wo Bias in den Daten ist, sogar einen Vorteil hatten, weil wir den Bias an den verschiedenen Stellen, die von den verschiedenen Stellen kamen, tatsächlich dann nicht mehr berücksichtigt hatten im Gesamtergebnis. Da war der Schwarm sogar besser. Das fand ich ja erstmal überraschend, als ich das das erste Mal gehört habe. Herr Meyer, ist es für Sie auch überraschend oder würden Sie sagen, das klingt dann, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich doch plausibel? Naja, es kommt eben auf die Datenlage an und wie stark der Bias ist. Und also Datenqualität ist eine Riesenherausforderung. Also zum Beispiel den NIH Chest X-Ray Datensatz, den ich erwähnt habe, hat sich dann herausgestellt, dass quasi die Annotationen automatisiert erstellt wurden und dass tatsächlich
ich denke, Größenordnung 10% der Annotationen gar nicht zutreffend waren. Und das ist natürlich wirklich eine, wenn ich jetzt einen habe, der quasi stark abweicht, dann könnte ich mir vorstellen, oder weniger habe, die stark abweichen, die es nicht gut machen, dann denke ich, wird der Schwarm deutlich im Vorteil sein. Das Problem tritt eigentlich auf, wenn alle sich die Arbeit sparen wollen und sehen, ja, die anderen werden das schon auch genau gut machen. Und dann treten diese Probleme auf. Herr Schulze, dann gerne wieder zurück an Sie. Sehr gerne, ja. Ich glaube, die zweite Frage war ja, zielt auch in die Richtung, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, dass die Datensicherheit und auch die der Datenschutz ein Gut ist, das wir wirklich noch höher setzen sollten. Ich bin Wissenschaftler, der natürlich auch am liebsten völlig freie Daten hätte, aber wenn man sich damit beschäftigt, haben offene Daten auch ein ganz großes Problem. Je offener ich die mache, desto mehr werden auch Dinge damit gemacht, die eigentlich sinnlos sind. Ja, da werden dann Modelle auf solche Daten gesetzt, die einfach gar keine richtigen Fragen haben, weil man die Daten gar nicht richtig gut kennt. Also nicht nur, wenn man den Patienten schützt, sondern so, die Offenheit heißt nicht automatisch besser. Es ist tatsächlich sinnvoll, mit den Leuten auch immer wieder in Kontakt treten zu müssen, die die Daten erstellt haben, um zu sehen, ob neue Fragen wirklich mit den Daten beantwortbar sind. Also das ist ein doppelter Schutz sozusagen. Ich schütze den Patienten und seine Privatsphäre, aber ich schütze auch uns alle davor, dass wir mit den Daten irgendwelche Berechnungen machen, die uns nicht weiterführen. Und diese neue Ebene können wir eigentlich damit darstellen, dass wir sagen, wir lassen die Daten, wo sie erstellt worden sind. Dort ist der Dateneigentümer, der in der Regel das Krankenhaus ist zum Beispiel oder die Klinik oder das Institut. Da gibt es eine Vereinbarung mit dem Patienten, auf die ich aufsetzen kann. Die müssen natürlich entsprechend der Daten, des Datenschutzes sein. Und das ist letztendlich die Instanz in so einem Schwarm, die letztendlich auch entscheidet, für welche zusätzlichen Fragen die Daten dann auch genutzt werden können. Also man kann für jede Frage dann letztendlich in Zukunft einen neuen Contract über eine neue Frage stellen und dann kann ein Institut sagen, ja, wir geben unsere Informationen dort rein oder nein, wir können nicht dazu beitragen, weil unsere Daten nicht so sind, dass man die Frage überhaupt beantworten kann. Und da ergibt sich eine völlig neue Möglichkeit des Miteinanders. Und dann kommt für mich dazu, ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass wir bei den Datenmengen, die wir im Augenblick produzieren, selbst in der Routine, wenn man also zum Beispiel mal kernspintomografische Bilder anguckt, allein im Kopfbereich, ich glaube, wir machen in Deutschland mehr solche Bilder, als wir sie über die Leitungen schicken könnten. Also wir würden weiter in Verzug kommen, wenn wir das alles irgendwo zentral machen wollten, jeden Tag. Und deswegen glaube ich auch aus Grund des Energiesparens, Green Computing, sollten wir die Daten nicht duplizieren, was jede Zentralisierung bedeuten würde. Ich würde ja meine Daten lokal nicht wegwerfen. Transport kostet Geld. Also wenn wir das alles vermindern und können, dann haben wir viele Ziele gleichzeitig erreicht. Ja, und deswegen war für uns diese Sache so spannend, das durchzuführen. Okay, dann würde ich jetzt nochmal zu unserer Expertin kommen. Eine Sache noch kurz vorher, also Sie, die Journalistinnen und Journalisten da draußen, Sie können auch gerne jetzt schon während der Einleitung, sage ich mal, noch Ihre Fragen stellen. Also schreiben Sie das gerne in die F&A-Funktion, wenn Sie da Fragen haben. Und dann komme ich jetzt zu Frau Professor Dr. Christiane Wopen. Sie ist Direktorin des Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences of Health an der Universität zu Köln und Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, der European Group on Ethics in Science and New Technologies. Frau Wopen, welche ethischen Aspekte gilt es denn bei diesem Thema besonders zu beachten? Und was sind häufige Probleme oder auch Fehler, die auftreten können, wenn eine KI oder ein Algorithmus mit Gesundheitsdaten trainiert werden soll? Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja. Ja, sehr gut. Also die ethischen Probleme konzentrieren sich vor allen Dingen in diesen Diskussionen oft auf den Datenschutz und die Privatheit und damit ja auch in einem größeren Kontext auf den Schutz der persönlichen Integrität. Aber es geht ja noch um mehr. Die Datenethikkommission hat in ihrem Gutachten 2019, was sie der Bundesregierung vorgelegt hat, ja unter anderem auch die Gesundheitsfragen mit bearbeitet, aber hat vor allen Dingen 7 ethische Grundsätze aufgestellt oder 7 ethische Prinzipien, Güter in den Vordergrund gestellt. Und die kann man sich eigentlich alle mal angucken, um zu schauen, was eben solche Technologien dann für Auswirkungen auf diese ethischen Prinzipien haben. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Selbstbestimmung.
Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt auch hier. Also ich glaube, ich muss nicht wiederholen, dass der Privatheitsschutz wichtig ist und dass er eben durch eine solche Technologie wie das Schwarmlernen, Swarmlearning auch unterstützt wird. Auch das hat die Datenethikkommission im Übrigen unterstrichen, dass dieses Edge-Computing der Weg in die Zukunft ist. Oftmals muss man natürlich bei der einzelnen Fragestellung sich angucken, wie geeignet oder nicht geeignet das ist. Aber er könnte zum Beispiel auch ermöglichen, Einwilligungsschemata darüber zu legen, also die Selbstbestimmung des Patienten oder der Patientin entsprechend zur Geltung kommen zu lassen, in Form eines Metakonsens, wo also der Patient sagt, ich bleibe jetzt mal bei der generischen maskulinen oder weiblichen Form, ob er darin einwilligt, seine Daten für bestimmte Studien zur Verfügung zu stellen oder nicht. Und dann muss er das nicht für jede einzelne Studie sagen, sondern er kann sagen, ich stelle meine Daten gerne zur Verfügung für Studien zu rheumatischen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen, onkologischen oder so. Er kann aber sagen, ich möchte nicht so gerne, dass die benutzt werden für die Erforschung psychischer Erkrankungen. Ja. Er kann sagen, ich möchte gerne, dass bei den Forschenden die Leute alle aus dem europäischen Raum kommen oder ich möchte, dass sie alle aus dem öffentlichen Raum kommen. Ich möchte aber nicht so gerne, dass in den USA oder in China von privaten Firmen daran geforscht wird. Da gibt es solche Matrizes, die kann man dann ausfüllen und dann weiß auch derjenige, der diesen Datensatz betreibt, man kann es auch technisch hinterlegen, wie diese Einwilligungen sind. Und es gibt, und es stellt sich natürlich auch bei Swarm Learning die Frage, die Herr Schulze schon ansprach, welche Frage wird denn eigentlich überhaupt gestellt bei der Studie? Und das finde ich auch sehr schön bei dem Ansatz, dass man da mit den jeweiligen Beteiligten bei dem Contract noch im Austausch sein muss und das nicht zentral, sagen wir mal, bestimmt wird, sondern sich auch partizipativ entwickelt. Und vielleicht kommt man dann sogar irgendwann dahin, dass man die Patienten noch stärker mit einbezieht. Es gibt zum Beispiel eine Veröffentlichung auch im Lancet von Obermeier und Topol, die darstellen, dass dieser Bias, den es beispielsweise gibt bei der Indikation zu Knieoperationen, dadurch vermieden wird, dass man in das Trainieren des algorithmischen Systems die patientenberichteten Daten über das Schmerzempfinden mit aufnimmt. Wenn man das aber, also dass es gar nicht so viel weiterführt und auch einen erheblichen Bias hat, wenn man nur die bildgebenden Daten hat. Wenn man also dann noch das Schmerzempfinden des Patienten hinzunimmt, entfällt plötzlich dieser Bias zwischen Schwarzen und Weißen bei der Indikation zur Knieoperation. Das sind ja auch ganz interessante Beobachtungen. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich auch das Swarm Learning so weiterentwickeln kann, dass man eben diese Daten mit einbezieht. Das kann man vielleicht auch über Apps machen, über Patientenberichtssysteme, also wo eben tatsächlich der Patient zur Sprache kommt und sich zum Ausdruck bringen darf. Und die Datenethikkommission, vielleicht das noch nur als letzte Anregung, hat ja auch davon gesprochen, dass wir weiterdenken müssen Richtung Verwertungsverboten im außermedizinischen Bereich dann, so wie es das Gendiagnostikgesetz schon kennt. Denn angesichts dieser Datenmengen, der Verknüpfungen, Vernetzungen, dieser zunehmenden Ausgebuchtheit algorithmischer Systeme, muss man ja sagen, dass die Anonymisierung zunehmend schwierig wird. Ja, das ist ja auch eine dynamische Entwicklung, das muss ja auch technologisch ständig weitergehen. Und wenn man jetzt sieht, dass das Risiko, dass da de-anonymisiert wird, immer gegeben ist und wahrscheinlich auch mit der Zeit größer wird, dann wäre es ja gut, dass ich mich als jemand, der diese Daten zur Verfügung stellen möchte, darauf verlassen kann, dass sie jedenfalls nicht zu meinem Schaden verwertet werden. Ja, bis hin zu strafrechtlichen Verwertungsverboten könnte man das treiben. Bei Versicherungen, beim Arbeitsplatz etc. Insofern wäre auch aus ethischer Sicht in diese Richtung weiterzudenken. Vom Grundsatz her muss ich nur sagen, es ist ethisch eher ein Problem, die Daten nicht zu verwerten, als sie zu verwerten. Ja. Denn wir bezahlen eine ganze Menge Geld dafür, aus solidarischen Mitteln. Die Qualität der medizinischen Versorgung ist von hoher Bedeutung für uns alle. Wir können alle daran interessiert sein, dass da Fortschritt geschieht, und die Daten dafür nicht zu nutzen, ist ethisch etwas problematischer, als sie zu nutzen.
Wir haben hier auch von außen eine Frage, die sich so ein bisschen an die, ja, an die Datennutzung anschließt. Vielleicht für Sie alle, aber erstmal an Sie, Frau Wopen. Das sind zwei Fragen, die für mich ein bisschen zusammengehören. Wie stehen Sie denn dazu, wenn mithilfe solcher Daten, die eigentlich den Datenerzeugern gehören, aber unentgeltlich weitergegeben werden, patentgeschützte Verfahren entwickelt werden? Und vielleicht dann die Frage, wem gehören in Anführungszeichen die Erkenntnisse, die mit KI erzeugt werden? Der KI, dem Programmierer oder dem Auftraggeber, den Datengebern? Also wer ist da eigentlich der Inhaber? Ja, und da muss man auch sogar die Patienten oder Bürger, je nachdem, welche Daten man so nimmt, mit reinnehmen. Und auch dazu hat die Datenethikkommission in dem Gutachten viel geschrieben. Wir haben ein System oder Aspekte genannt, anhand derer dann vereinbart werden muss, im Grunde auch vertraglich. Das würde dann in diesen Contract mit reingehören, den Herr Schulze erwähnte, wie dann die Profite, sagen wir mal, die daraus gezogen werden, auch verteilt werden. Da kann man sich sehr unterschiedliche Modelle denken. Aber in der Tat, das ist eine sehr wichtige Frage, das muss auch mit bedacht werden. Und ja, ich meine, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen und das wird auch bei unterschiedlichen Fragestellungen und Modellen dann unterschiedlich sein. Aber dass da mehrere dran beteiligt werden, dass das nicht eine reine Einbahngeschichte ist, sondern ja, ein System auch in dieser Hinsicht scheint mir naheliegend zu sein. Mhm. Herr Schulze noch direkt dazu? Ja, das kann ich nur bestätigen. Und genau auf der Linie haben wir das eigentlich auch angedacht. Und auch der Industriepartner sieht das so. Also diese Verträge, diese elektronischen intelligenten Verträge sollen genau auch dies eben mit berücksichtigen, dass die Rechte und Pflichten eben verteilt sind und dass die klar vorher definiert werden. Und das kann genauso weit gehen, dass man sagt, wenn ein Datengeber jetzt, sagen wir mal, wieder ein Hospital ist, dass man selbst dort sagt, ja, also bei uns ist es aber so, dass zum Beispiel die eigentlichen Datenspender, nämlich die Patienten, auch beteiligt werden. Auch solche Sachen kann man natürlich berücksichtigen. Das ist aber einfacher zu lösen, wenn das lokal dann passiert und nicht, sobald ich die Dinge alle irgendwo hingeschickt habe und dann ist jetzt plötzlich jemand anders dafür zuständig, wird es schwieriger. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich haben wir ja die Strukturen. Ja? Der Patient kommt zu einem Krankenhaus, hat einen Behandlungsvertrag, ne? Die Aufnahme ist ein Behandlungsvertrag. Dort steht geregelt, wie das Krankenhaus mit dem Patienten sich verständigt hat, wie er behandelt wird, wie mit Daten umgegangen wird. Und auf dem aufbauen kann ich jetzt eben mich wieder in solche Netzwerke wie solche Schwärme einklinken. Warum sollen wir denn diese Strukturen nicht einfach nutzen, anstatt sie jetzt an einen Dritten zentral irgendwo zu geben und der macht wieder neue Regeln? Das ist ja nur eine Frage, kann ich sowas technisch umsetzen? Also die eher umgekehrt zu sagen, wir haben eigentlich gute Ideen, haben auch ethisch gute Grundlagen und Werte und Normen. Wir haben aber eine Idee gehabt in den Computerwissenschaften, dass es technisch irgendwie anders, besser und schneller oder wie geht. Aber das ist ja eigentlich nicht angepasst an die Situation, sondern wir müssen den Weg schon umkehren und sagen, na, wir haben ja eine Vorstellung, wie wir miteinander umgehen wollen, aber dann muss ich die Technik darauf anpassen, auch wenn es schwierig sein mag am Anfang und nicht umgekehrt. Und das war auch so eine Motivation, auch aus diesem dieses Swarm zu entwickeln. Eine Frage noch vorher, vielleicht etwas vorgeschaltet, auch vielleicht an Sie, Herr Mayer, oder falls Sie eine Ergänzung haben, können Sie die auch vorher noch einbringen, wie überhaupt die Datenlage so ein bisschen in Deutschland überhaupt ist. Also haben wir in Deutschland eine gute Basis bei Gesundheitsdaten oder gibt es da zu wenig und man muss oft mit unvollständigen Datensätzen arbeiten? Also kurz, sammelt unser Gesundheitssystem die wichtigen Daten? Also ich denke, das ist sehr heterogen und es kommt sehr darauf an, wer quasi die Daten sammelt. Und es gibt quasi sehr forschungsaffine Partner, die dann auch mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand dann extrem gute Datenqualität erzeugen. Und das ist natürlich dann auch etwas, was in so einem Vertragsgeschehen entsprechend belohnt werden müsste, weil die Daten an sich ja nur teilweise der Schlüssel zum Erfolg sind, sondern die ja nur mit der korrekten medizinischen Auswertung auch wirklich sinnvoll sind. Was wir leider jetzt sehen, ist, dass wir zurzeit eben nicht diese dezentralen Strukturen haben, sondern wir sehen, ähnlich wie wir es ja in den Internettechnologien gesehen haben, dass sich zurzeit sehr große zentrale Datenlager bilden und eben die Global Player dabei sind, entsprechende Daten zu horten, sehr viel Geld auch in deren Annotation stecken, dass die eine sehr, sehr gute Datenqualität haben. Und dann sagen die natürlich auch, dann wollen nur wir davon profitieren und machen daraus unsere Produkte. Und das geht schon sehr schnell. Also wir müssen mit Techniken wie zum Beispiel
Swarm Learning und anderen datensicheren Techniken auch vorankommen, weil irgendwann kann es uns passieren, dass wir da zwar eine tolle datensichere Lösung ausgearbeitet haben, aber die Produkte schon längst im Markt sind und die Probleme, die wir damit lösen wollen, zu einem großen Teil schon gelöst sind. Und ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich sehe das aber ganz genauso und vor allem auch bei der Vergütung, die Frage, die vorhin aufkam. Ich meine, wir machen das ja schon ganz ähnlich bei den Erfindervergütungen. Das ist ja heute auch so, dass das nicht zentral irgendwie vom Patentamt vergütet wird, sondern wir haben eine entsprechende Gesetzgebung, dass eben Erfinder vom Arbeitgeber vergütet werden müssen, entsprechend ihrer Anteile. Und dafür gibt es gute vertragliche Regelungen. Und ich sehe nicht, warum man nicht ähnliche Rahmenbedingungen schaffen kann, um das Gleiche bei Patientendaten aufzusetzen. Also ein Problem sehe ich allerdings bei dem Vertrag, bei der Zulassung. Da brauchen wir schon gute gesetzliche Rahmenbedingungen, weil wenn man in ein Krankenhaus kommt, hat man oft einen immensen Leidensdruck. Und diesem Leidensdruck, wenn ich dann meinen Patientenvertrag unterschreiben muss, sonst nicht behandelt werde, dann stelle ich dort einen gewissen Druck auf den Patienten aus, den man ja natürlich dann auch entsprechend noch beachten muss. Sonst, ich meine, wenn ich sonst sterbe, dann unterschreibe ich auch alles. Also. Herr Schulze, noch kurz dazu, sonst haben wir auch schon weitere Nachfragen, sehe ich. Ja, ich wollte auch nur Herrn Mayer zustimmen. Also die Datenlage ist leider noch heterogen. Es gibt zahlreiche Initiativen auf allen Ebenen, von lokal bis national, die zumindest die großen medizinischen Zentren zusammenzuschließen und die Standards zu setzen und dort Datenzentren zu installieren, also die Universitätskliniken zum Beispiel. Das ist unglaublich wichtig, weil andere Länder sind uns da voraus. Also wir müssen da tatsächlich aufholen in Deutschland. Und dann sehe ich es aber auch so als Aufgabe. Also wir haben, glaube ich, sehr hohe Werte in Europa, was Ethik angeht. Und wir müssen die hochhalten. Es gibt andere Kontinente und Länder auf anderen Kontinenten, die haben da tatsächlich andere Vorstellungen, wie das in Zukunft läuft. Die großen zwei Nationen sind da USA und China. Aus unterschiedlichen Beweggründen zentralistische Ansätze. Und wir haben aber, glaube ich, hier schon jetzt eine Chance zu sagen, das ist eine europäische Idee. Also auch die technische Umsetzung entspricht eigentlich eher unserer europäischen Idee der Beteiligung an Entscheidungen. Die ist manchmal schwieriger, aber wenn man sie technisch umsetzen kann, dann müssen wir schnell sein, da gebe ich Herrn Mayer auch recht, damit wir diese Idee besser bei uns in Deutschland, aber auch in Europa verankern und das quasi zu einem Wettbewerbsvorteil ummünzen. Ja, weil ich glaube einfach, dass für Europa diese zentralen Systeme einfach nicht funktionieren. Da sind wir auch als Nationenverbund viel zu heterogen. Deswegen wäre es schön, wenn wir solche dezentralen Dinge auch tatsächlich in die Breite bekommen. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, das ist wirklich ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir ein solches System hätten, weil wir damit nämlich auch kleine Unternehmen wie Startups, die sehr, sehr agil neue Ideen in Märkte bringen können und zulassen können, eben entsprechend zu solchen Datenquellen Zugang hätten. Also das darf man nicht unterschätzen. Diese Infrastruktur hätte massive Vorteile. In dasselbe Horn möchte ich auch gerne nochmal tuten, denn wir sprechen ja auch bei der internationalen Forschung von den großen Problemen, die dann den Transfer von Gesundheitsdaten aus Europa raus hat. Ja, also Sie kennen die ganzen Schrems-Urteile und das Problem mit dem Privacy Shield und so weiter. Und wenn die Daten einfach da bleiben können, wo sie sind und man nur den Algorithmus durch die Welt schicken muss gleichsam, ja, um es mal platt auszudrücken, ist das natürlich viel einfacher. Nun hat sich die Europäische Kommission ja auch auf den Weg gemacht, algorithmische Systeme, also sie nennt es künstliche Intelligenz, zu regulieren und hat da im April einen Vorschlag gemacht, wo sie sich auch auf ein risikoadaptiertes Modell geeinigt hat, was so ein bisschen demjenigen ähnelt, das die Datenethikkommission auch vorgeschlagen hatte. Also insofern gibt es auch für den internationalen Forschung, für die internationale Forschungskooperation da erhebliche Vorteile. Ich meine, die Standardklauseln für die Verträge, die sind gerade vor ein paar Tagen weiterentwickelt worden, auch in der Hinsicht. Und man muss ja auch sagen, dass Gesundheitsdaten letztlich alle Daten sind. Ja, wenn man mal an die ganzen sozialen Determinanten von Gesundheit denkt, dann kann man auch aus dem sozioökonomischen Status Gesundheitsinformationen beziehen. Es ist aber natürlich kein klassisches Gesundheitsdatum. Ja, aber wenn man nur eine Handvoll solcher Daten zusammennimmt,
dann kann man tatsächlich auch schon eine ganze Menge über diese Person algorithmisch errechnen, was durchaus gesundheitsrelevant sein kann. Also wenn wir so davon ausgehen, Gesundheitsdaten ist nur das, was der Arzt erhebt oder was aus dem Kernspin rauskommt, dann ist das ja eine relativ überkommene Vorstellung. Wir haben hier noch schon ein paar Nachfragen. Die eine würde ich mal an Sie stellen, Herr Meyer. Ich glaube, es ging zu den standardisierten Rahmenbedingungen. Wie groß bewerten Sie den Handlungsbedarf bei diesem Thema? Die Diskussion ist ja nicht neu, sagt der Fragesteller. Fühlen Sie sich in der Forschung gehandicapt, wenn das nicht schnell geregelt wird? Und wie sinnvoll sind internationale Alleingänge im Vergleich zu zum Beispiel einer europäischen Liste mit Standards? Das ist eine vielfältige Frage. Es gibt ja viele unterschiedliche Arten von Forschung. Und wir betreiben halt relativ kleine Forschungsprobleme, sind oft in der Intervention, wo wir auch nicht so große Datenmengen typischerweise sammeln können, weil wir eben sehr stark auf fokussierten Problemen arbeiten. Das Ganze wird aber sofort anders, sobald man quasi wirklich ein Medizinprodukt, das quasi auf einem großen medizinischen Markt ausgerollt werden soll, realisiert. Und dort wäre es natürlich gut, solche Regelungen zu haben. Auf der anderen Seite, man muss das sehr gut abwägen und das dauert natürlich seine Zeit. Aber die Zeit ist natürlich gut investiert, um solche Regelungen zu schaffen. Überlegen Sie sich, wir hatten es ja gerade mit Corona. Wir mussten in Windeseile einen Impfstoff entwickeln und ihn zulassen und sicherstellen, dass er sicher ist. Und scheinbar ist das ja gut gelungen und wir haben das alles gut hingekriegt. Aber dazu war natürlich das Regelwerk, das wir für die Zulassung von solchen Impfstoffen haben, extrem wichtig, weil ansonsten hätte das nicht funktioniert. Die Regie sagt übrigens, ich habe gesagt, wie sinnvoll internationale Alleingänge sind. Die Frage war natürlich, wie sinnvoll nationale Alleingänge sind, aber Sie haben das, glaube ich, schon richtig gedeutet. Wir haben hier eine Nachfrage an Sie, Herr Schulze. Laut der Pressemitteilung vom DZNE haben Sie auch mit Daten zu Blutkrebs gearbeitet. Woher kamen die Daten? Gab es da von den Patienten auch diese intelligente Einverständniserklärung der Datenspender? Ja, da haben wir natürlich auf historischen Daten gearbeitet. Das ist eine Forschungsarbeit gewesen, das ist nicht prospektiv gewesen. Und da muss man ganz klar sagen, dass sich da in dem Feld, was die Daten, der Datenzugang angeht, einiges verändert hat. Also einige der Daten stammen tatsächlich aus den frühen 2000er Jahren, also aus den ersten Anfängen aus genomischen Daten. Damals gab es weltweit ein anderes Verständnis, damit umzugehen. Diese Daten sind tatsächlich frei verfügbar. Also die könnte jeder hier im Raum, wenn ich Ihnen die Internetadresse gebe, wiederfinden, ja, ohne dass wir Ihnen sagen müssten, quasi, dass da was Großartiges zu tun ist. Da gab es tatsächlich damals Einverständniserklärungen in vielen klinischen Studien, die es nachher erlaubte, diese Daten dann auch in Forschungsdatenbanken zu hinterlegen. Und das haben wir uns zunutze gemacht, um eben einen solchen Schwarm zu simulieren, im ersten Fall zu sagen, was wäre denn gewesen, wenn die nicht zugänglich gewesen wären. Und dann haben wir genau das Experiment so aufgebaut und haben gesagt, wir wissen es jetzt einfach nicht, und haben die Daten wieder so verteilt, als ob sie an einzelnen Standorten wären nur, und haben dann eben zeigen können, dass wir die Daten gar nicht irgendwo in so eine Datenbank hätten legen müssen. Ja, das war sozusagen für das Beispiel, dass Swarm Learning überhaupt funktioniert, war das eben wichtig zu sagen, ich kann hier ein Beispiel zeigen, da gab es die Möglichkeit zentral. Aber es hätte auch sein können, dass wir es nicht, so wie es heute eher der Fall ist, heute wäre diese Art ist in Europa nicht mehr möglich. Also europäische Daten dürfen in diese Datenbank nicht mehr eingebracht werden. Da hat sich einiges durch den europäischen Datenschutzrichtlinie, die jetzt gilt, verändert. Deswegen waren die Einverständniserklärungen da auch anders, als sie es heute wären. Aber wir denken ja diese Technik in die Zukunft. Deswegen. Sie haben gerade schon was angesprochen, wozu ich auch noch mal eine Frage an Frau Wopen hätte. Und zwar diese Abwägung zwischen dem Schutz der Gesundheitsdaten und dem Mehrwert für die Forschung. Wodurch wird eigentlich vorgegeben, wie die in der Praxis dann zu treffen ist? Also steht das in der DSGVO und ist da eigentlich alles klar? Oder meinen Sie, da ist eigentlich noch eine breitere Debatte und vielleicht auch unter Beteiligung von Ethikerinnen und Ethikern nötig? Da ist auf jeden Fall noch eine breitere Debatte notwendig, an der viele teilnehmen müssen, insbesondere aber auch die Gesellschaft selber. Denn die DSGVO hat ja mehrere Möglichkeiten rechtlicher Art,
die Nutzung der personenbezogenen Daten zu erlauben. Das eine ist die Einwilligung, das andere ist eine gesetzliche Ermächtigung, so wie es ja in Deutschland beispielsweise auch beim Patientendatenschutzgesetz der Fall ist, wenn man dann einwilligen kann, dass Daten aus der elektronischen Patientenakte in das Forschungsdatenzentrum überführt werden etc. Und dann man nicht bei jeder einzelnen Studie wieder gefragt werden muss, ob man seine Daten da jetzt auch tatsächlich benutzt wissen möchte. Und dann das Forschungsprivileg, sagen wir mal, also wenn es ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit daran gibt, dass diese Forschung stattfindet, dann muss der Gemeinwohlbeitrag halt sehr hoch sein. Aber das kann eine DSGVO natürlich nur so allgemein darstellen und nicht spezifizieren. Wann das gegeben ist, und da gibt es auch viele juristische Streitigkeiten und Debatten darüber, wie das auszugestalten ist und wie dann auch noch die speziellen Sicherheitsstandards auszugestalten sind, die dann zu gewährleisten sind. Darauf kann man jetzt sicherlich auch nicht sinnvoll im Einzelnen eingehen. Aber dazu sollte es auf jeden Fall noch weitere Debatten geben, denn diese Frage erübrigt sich ja auch nicht, wenn die Daten verteilt liegen. Ja, dieses Swarm-Learning, das verhindert natürlich bestimmte Gefahren, bringt wieder andere Probleme mit sich, wie wir ja gesehen haben. Ich halte es aber insgesamt dafür für einen, gerade im Demokratisierungs- und Teilhabeprozess, einen großen Fortschritt. Wir haben hier noch eine direkte Nachfrage an Herrn Meyer. Und zwar, können Sie aufzählen, welche großen Player Sie meinen, die jetzt schon Daten horten? Wer ist da am weitesten? Und was gibt es da vielleicht auch für Initiativen, die dem Konkurrenz machen und vielversprechend sind? Und gibt es da auch Länder, die Vorbild sein können, in denen das besonders gut abläuft vielleicht? Also ich werde jetzt keine Liste geben von Firmen, die im großen Stil Daten angekauft haben, weil die A nicht repräsentativ und zweitens auch nicht vollständig sein würde. Also Sie brauchen ja nur mal in die Presseberichte der letzten Jahre reinschauen, welche Firmen im großen Stil Patientendaten gekauft haben. Da gab es dann häufig auch Pressemitteilungen dazu. Das ist also nicht völlig unbekannt, weil die dann mit großen Krankenhäusern direkt Hunderttausende oder Millionen Patientendaten abgekauft haben. Typischerweise passiert das nicht in Europa, sondern das sind Vorgänge, die bei uns unter der Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr gut entsprechend abgeregelt sind und typischerweise nicht in dem großen Stil hier in Europa läuft. Insofern denke ich auch, dass wir hier in Europa auf einem sehr, sehr guten Weg sind mit unseren Datenschutzgesetzen und dass wir eben hier diese hohen ethischen Standards setzen. Auch wenn das auf den ersten Blick ein Nachteil für die Forschung zu sein scheint, ist es trotzdem für meine Begriffe einfach richtig, so zu arbeiten. Es macht uns ein bisschen mehr Mühe. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr in die Infrastruktur investieren. Aber ich glaube, dass das eine nachhaltige Investition ist, die sich auch einfach lohnen wird. Weil wir haben es teilweise in anderen großen Tech-Firmen gesehen, wo es letzten Endes, also ich habe früher Sprachverarbeitung gemacht, habe Spracherkennung trainiert und sowas. Und wenn Sie da nicht mit einem der Global Player zusammenarbeiten, haben Sie im Prinzip keine Chance, heute selber ein Spracherkennungssystem zu trainieren, weil Sie da einfach solche Unmengen an Daten brauchen. Also das sind teilweise 1 Million Stunden Sprache. Also Sie müssen 1 Million Stunden Sprache aufzeichnen. Und 1 Stunde Sprache aufzuschreiben, so dass man damit ein System trainieren kann, ist jeweils 10 Stunden Arbeit. Also Sie haben quasi 10 Millionen Stunden Arbeit, die Sie investieren müssen, um so ein System zu trainieren. Ja, und dann kann man es an einer Hand abzählen, wer überhaupt das Geld hat, um so ein Investment zu machen, um so eine Technologie aufzubauen. Und ganz ähnlich kann es uns sehr schnell mit Medizindaten gehen. Und Sie wollten jetzt quasi keine Liste geben, wer die großen Player sind, aber können Sie denn vielleicht sagen, wer am weitesten ist? Also, dass man jetzt sagen muss, was weiß ich, zum Beispiel Google ist da mit Abstand am weitesten, oder ist das auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Ja, also schauen Sie sich die Zeitungsberichte an. Die großen Tech-Firmen sind alle dabei, ihre entsprechenden Medizinbereiche aufzubauen. Also da möchte ich jetzt keinen direkten Namen nennen. Ja. Genau, Herr Schulze, und die Frage, welche Länder Vorbild sein können, auch gerne an alle noch. Ich meine, das Bezeichnende daran ist, dass quasi Internetriesen mit zu den größten Investoren im Genomforschungsbereich gehören inzwischen. Das heißt, die haben diesen medizinischen, und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Züchtungsgenomforschung oder irgendwas, da geht es um medizinische Genomforschung. Und das bedeutet, dass diese Firmen alle verstanden haben, dass das ein Bereich ist für die Medizin, der für sie mit Profit in Zukunft
versehen ist. Auch, das ist auch in den ganzen Entwicklungen, die im Business-Bereich darüber geschrieben werden, ganz klar. Und deswegen kann man einfach sagen, die großen Internetriesen haben ein medizinisches Feld dort entdeckt und das werden sie bespielen. Und deswegen müssen wir dagegen halten, weil ich glaube, dass eben, wie Frau Wopen das auch sagte, unsere Medizindaten werden mit einem sozialen System, einem Sozialversicherungssystem erstellt. Das heißt, wir zahlen alle dazu ein, diese Daten zu erzeugen. Und es kann eigentlich nicht sein, dass das dann ein Dritter und der möglicherweise auch noch außerhalb der Europäischen Union ist, dann letztendlich davon Profite zieht. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, wie können wir das so machen, dass wir auch davon am meisten profitieren, von unseren eigenen Daten. Wie ist es denn mit dem Praxiseinsatz solcher Ansätze eigentlich? Also wie realistisch ist es, dass die dann jetzt auch wirklich ihren Weg finden in den praktischen Einsatz in der Forschung? Und gibt es schon Beispiele, wo diese Ansätze in der Praxis verfolgt werden? Also Swarm Learning vermute ich jetzt mal in der Praxis noch nicht, aber Federated Learning vielleicht schon? An wer sich berufen fühlt? Also ich kann ja vielleicht mal anfangen. Also das ist ganz klar, wenn man gerade erst das erste Paper geschrieben hat dazu, dann kann man nicht von Praxisanwendung sofort sprechen. Wir haben aber sehr wohl einen Entwicklungsplan jetzt aufgestellt, damit wir anhand ausgewählter Bereiche und Beispiele versuchen, dort jetzt eben mit künstlicher Intelligenz diagnostische Fragestellungen zu verbessern, bis hin zum Medizinprodukt, dass man das dann eben auch nutzen kann. Wie schnell es geht, kann ich nicht sagen, kann auch nicht in die Zukunft gucken, aber dass man jetzt daraus wirklich Praxisbeispiele entwickeln muss und zeigen muss, dass es geht, ist ganz klar und das ist die Aufgabe der nächsten Monate und Jahre. Frau Wopen, vielleicht noch eine Frage. Achso, Herr Mayer, Entschuldigung, sagen Sie kurz noch. Ich hätte eine Frage zum Swarm Learning. Letzten Endes muss aber die Annotation dann immer im jeweiligen Institut erfolgen. Also genau, es würde so geregelt werden, dass auch in dem Contract festgelegt wird, wie die Annotation läuft. Ja, dass jedes Institut letztendlich genau weiß, wie die, vor allem die, also die sogenannten Metadaten zu den Daten dann auch vorliegen müssen, in welcher Qualität und wie. Also das Wie muss vorher geklärt werden. Und klar, das sind dann eben Dinge, die in so einem Swarm vorher besprochen werden müssen, bevor man überhaupt anfängt. Und gibt es auch Konzepte für Annotationen, die sehr, sehr aufwendig sind und typischerweise in der klinischen Praxis so gut wie nie tatsächlich durchgeführt werden? Also ich denke zum Beispiel an Organsegmentierungen, die ja dann hunderte von Schichten eingezeichnet werden müssen, hochgenau. Ja, also das wäre für uns, also genau da, also da können wir uns auch nochmal verständigen oder auch mal unabhängig von hier treffen. Sehr gerne. Genau, weil das sind natürlich die etwas High Risk, also die werden jetzt nicht die sein, die wir direkt in die Praxis führen, aber die sind natürlich hochspannend, weil auch die natürlich von großen Datenmengen profitieren würden. Aber die würde ich jetzt nicht als die ersten, die danach in der Praxis umgesetzt werden, sondern da würde ich mir vorstellen, dass wir da erst noch mal ein bisschen Forschung machen. Also ich habe mit den Leuten hier inzwischen mich auch hier am DZNE, die sich natürlich mit dem Gehirn beschäftigen, unterhalten und da sehe ich noch eine ganze Menge von Grundlagenfragen, die wir aber vielleicht auch helfen können zu beantworten. Aber das wird nicht der erste Test sein, schätze ich mal. Meine Frage wäre vielleicht auch mal an Herrn Schulze und vielleicht auch Herrn Mayer, ob das nicht letztlich perspektivisch auch die Möglichkeit eröffnet, ganz andere teilnehmen zu lassen, auch an solchen Netzwerken. Ich meine, Sie begrenzen es ja im Moment gerechtfertigterweise und klarerweise auf Krankenhäuser etc. Aber man kann sich doch zum Beispiel auch vorstellen, dass sich bestimmte Patientengruppen zu einer Datentreuhänderschaft zusammenfinden. Denn dann kann ja auch nicht jeder Einzelne wiederum diese ganzen komplizierten Annotationsarbeiten etc. leisten. Aber wenn es bei der Datengenerierung Standards gibt, bei den Geräten schon, und wenn dann diese Daten transferiert werden können zu einem Datentreuhänder, der idealerweise rechtlich eingehegt seine Arbeiten macht, dann kann der doch genauso Teil dieses Netzwerks eigentlich sein, oder? Ich meine, das erlaubt ja nochmal auch ganz andere Teilhabemöglichkeiten. Ja. Also es ist eine wunderbare Idee. Uns überrollt es natürlich jetzt auch alles ein bisschen, ne? Weil das Ganze ist ja in einem Jahr entstanden. Und, und jetzt kommen also wirklich, was wir toll finden, ganz tolle Ideen. Und genau, also mit Patientengruppierungen in unterschiedlichen Erkrankungen, da ist auch ein Interesse da. Also wir haben auch schon
aus dem Bereich eben Anfragen gekriegt, die sich eben genau diese Diskussion vorstellen könnten. Könnten nicht, da haben wir ja Patientenverbünde zu bestimmten Krankheiten und die sich dann eben auch solche Modelle vorstellen könnten, Treuhänderschaften zu übernehmen für Patienten mit solchen, mit den Erkrankungen, die sie vertreten. Aber das ist für uns jetzt Neuland. Und wir müssen natürlich jetzt auch aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln und das auch mehr in die Breite bringen. Vielleicht können ja andere dann auch noch einen Teil übernehmen, weil jetzt kommt ganz viel Arbeit auf uns zu. Und ich hoffe, dass wir andere Kollegen finden, die eben dann auch das System übernehmen. Es ist ja frei verfügbar im Augenblick für Forscher und dann letztendlich diese Ideen auch weiterentwickeln. Ich hätte noch eine Frage an Sie, Frau Wopen, und dann geht es, glaube ich, auch schon zu den Abschlussstatements. Das ist jetzt eine weitergreifende Frage, vielleicht nicht prädestiniert für eine schnelle Frage, aber wie beurteilen Sie denn das im Kontext von KI manchmal angeprangerte Ethics-Washing? Also dass zum Beispiel eine große Firma ein Ethikkomitee einrichtet oder ethische Leitlinien für den Umgang mit KI erstellt, das Ganze aber eher ein Feigenblatt ist und in der Praxis nichts nützt. Wie beurteilen Sie das allgemein und ist es auch in diesem Kontext ein Problem, dass man zum Beispiel halbherzig Anonymisierung betreibt, weil man es muss, aber die gar nicht richtig und sicher durchgeführt wurde? Also mein Ansatz ist dabei ein Ethics-by-Design-Ansatz, dass man eigentlich diese ethischen Aspekte von vornherein schon bei der Technologieentwicklung mit berücksichtigt und dann auch im gesamten Prozess der Technologieentwicklung und des Einsatzes und der Governance-Systeme etc. mit berücksichtigt. Das Ethics-Washing sehe ich tatsächlich als sehr problematisch an und man muss sich nur diese Ethik-Kodizes anschauen und auch die Prinzipien, die da aufgeführt werden, dann merkt man, dass da kein vernünftig denkender Ethiker dabei gewesen sein kann, weil sie auch völlig disparat sind und kategorial falsch. Also Transparenz zum Beispiel ist kein ethisches Prinzip, das ist Unsinn. Ja, wenn sie transparent sind, dass sie jemanden ermordet haben, dann sieht man sehr unmittelbar, dass das kein Ethikprinzip sein kann. Aber Transparenz kann vernünftig eingesetzt und in bestimmten Hinsichten dabei helfen, Kontrolle zu ermöglichen. Ja? Und dann gibt es noch so ein paar andere von diesen Prinzipien. Also das ist in der Tat schwierig. Manchen Firmen nehme ich das ab, dass sie das ernst nehmen, einen solchen Ethics-by-Design-Ansatz umzusetzen und in ihre Firmen-DNA mit aufzunehmen. Anderen Firmen nehme ich das nicht ab. Und das Ethics-Washing ist in der Tat ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist aber eben auch, dass wir nicht genug investieren in die Heranbildung von interdisziplinären Teams. Ja, also dann gibt es auf der einen Seite eben die Technologen und auf der anderen Seite die Ethiker, wenn man es jetzt mal sehr plakativ formulieren möchte. Und ich meine, war schon bei den Informatikern etc. gibt es ja viele Disziplinen, die da einbezogen werden müssen. Dass man aber alle an einen Tisch setzt, das hat man relativ selten. Mhm. Gut, vielen Dank. Und dann würde ich jetzt auch schon zu den Abschlussfragen kommen, wo wir noch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen wollen. Ich fange mal an mit Ihnen, Herr Meyer. Wie sehen Sie denn die Zukunft bei den verschiedenen Ansätzen, KIs datenschutzkonform zu trainieren? Also welche Ansätze sind da die Zukunft? Und sind wir irgendwann so weit, dass datenschutzkonform trainierte KIs genauso gut sind wie andere? Oder kommt man vielleicht irgendwann sowieso an den Punkt, dass Medizin-KIs so leistungsstark sind, dass ein kleiner Leistungsabfall vielleicht wegen datenschutzkonformer Trainingsweise überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt? Also ich denke, dass viele Technologien geeignet sind. Ich muss sagen, dass Federated Learning wird für gewisse Einsatzgebiete sinnvoll sein. Ich denke, dass das Swarm Learning natürlich auch eine sehr, sehr interessante Technologie ist, die es eben ermöglicht, die verschiedenen Partner zusammenzubringen, Aushandlungen zu machen. Ich bin immer noch überzeugt, dass Datenspende gar nicht schlecht sein kann, wenn man also quasi direkt die Erlaubnis einholt, um gewisse Hochrisikodinge zu tun, die eben potenziell das Risiko haben, dass man dabei de-anonymisiert wird. Also diese alle Technologien werden ihre entsprechenden Einsatzbereiche entwickeln und man wird klar sehen, wo welche Technologie im Vorteil ist, sodass, wenn man es richtig macht, man wahrscheinlich so gut wie keine oder keine Performance-Einbußen haben muss. Und ich denke, es ist einfach gut investiert, wenn man das jetzt richtig aufsetzt, weil wir dann auch in Zukunft A, gute Systeme haben werden und das B, ohne dabei einzelne Patienten einem Risiko auszusetzen. Und das finde ich sehr erstrebenswert und ich denke, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind.
Dann meine Frage an Sie, Herr Schulze. Wie sehen Sie generell die Zukunft von Medizin-KIs? Werden die irgendwann in allen Bereichen der Medizin unersetzlich sein? Oder gibt es da auch Krankheiten oder Bereiche, bei denen sich KI lange schwer tun wird? Also ich bin erstmal davon überzeugt, dass wir ohne KI mit den großen Datenmengen, die wir im Augenblick produzieren, nicht zurechtkommen werden. Und wir eröffnen uns Datenräume, die wir gar nicht erfassen können als Menschen. Also ich nehme die Genomdaten, das ist ein Datenraum, der ist für uns einfach nicht weder visualisierbar noch hörbar zu machen. Also unsere Sinne reichen dafür einfach nicht aus. Und da wenden wir heute schon in der Forschung KI regelmäßig an und die müssen wir jetzt in die Klinik übertragen. Also da kommen wir nicht drum rum. Und dann gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie auch bei jetzigen Methoden in der Medizin. Es gibt schnelle Bereiche mit sehr viel Forschung und sehr viel schneller Umsetzung von Technologie und langsamere. Und das wird da genauso sein. Aber wir müssen die Ärzte bei der Nutzung von Daten entlasten. Also ich sehe das als Expertensysteme, die notwendig sein werden, damit der Arzt die richtigen Entscheidungen treffen kann in Zukunft, weil er ansonsten die Daten mit seinem Wissen und seinem Verständnis nicht nutzen kann. Und das führt ihn dann in eine schlechte Situation, weil wenn der Standard nachher ist, dass man die Daten nutzen muss, ja, weil das der Stand der Technik ist und der Arzt es dann aber nicht kann, weil er keinen Zugang hat, dann ist er in einer sehr misslichen Lage, ja, weil er nachher nämlich dann juristisch angegangen werden kann, ja, nicht nach dem Stand der Technik zu arbeiten. Und das müssen wir vermeiden. Und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir unter den ethischen Voraussetzungen die Dinge so weiterentwickeln mit höchsten Sicherheitsstandards. Mhm. Vielen Dank. Und dann noch die Frage an Sie, Frau Wopen. Wenn Sie diese Zukunftsvision hören, was für ethische und regulatorische Aspekte müssen Ihrer Meinung nach in dem Bereich unbedingt beachtet werden? Und vor allem, sind wir auf einem guten Weg dahin oder sieht es momentan eher so aus, als würden sich Ansätze durchsetzen, die sich eher so ein bisschen über Regulationen hinwegsetzen wollen und es mit ethischen Bedenken nicht ganz so genau nehmen? Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, sowohl technologisch, wenn man solche Entwicklungen wie hier das Form Learning betrachtet, als auch regulatorisch. Das dauert natürlich alles sehr lange, aber mit der Datenschutzgrundverordnung hat Europa einen Standard gesetzt, der auch international maßstabbildend ist. Klar, das hat auch alles seine Schattenseiten und da kann man auch noch, das muss man weiterentwickeln. Aber es ist ein hervorragender Ausgangspunkt und wirklich ein Meilenstein in der internationalen Landschaft. Wenn das Gleiche jetzt auch noch für algorithmische Systeme, also für künstliche Intelligenz, gelingen würde, so wie die Kommission das jetzt vorgelegt hat, wäre auch das ein Meilenstein im internationalen Bereich. Das wird aber sicherlich auch noch einiges dauern. Was ich begrüßenswert fände, ist, wenn wir viel mehr in die Ausbildung investieren würden, und zwar in eine multidisziplinäre Ausbildung. Dass diejenigen, die Informatik und Datenwissenschaften etc. lernen, auch die ethischen und regulatorischen Aspekte mitbedenken, damit sie da auch ein Bewusstsein für entwickeln. Und dass andererseits aber auch die Ethiker natürlich sich in diesen Technologien weiterbilden, damit sie, wenn sie angewandte Ethik in dem Bereich betreiben, dann auch wissen, worüber sie sprechen. Sonst bleibt das alles sehr wolkig und allgemein und kann im Einzelfall nicht nutzen. Also insofern glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber ich glaube, wir müssen eben angesichts der großen Macht einiger weniger Akteure in dem Bereich, die über die Daten und über die Technologien und über das Geld verfügen, nicht bestimmen, welche Fragen wir überhaupt stellen, welche Forschung wir betreiben und wer dann auch den Nutzen davon hat. Ja, dann ist damit die Zeit für das Pressbriefing jetzt auch schon um. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, dass Sie dabei waren und für Ihre Fragen. Und vielen Dank vor allem auch an Sie, Frau Wopen, Herr Schulze und Herr Meier. Wir stellen heute jetzt so schnell wie möglich auch noch die Aufzeichnung des Pressbriefings online. Die können Sie dann über unsere Homepage abrufen und voraussichtlich morgen früh laden wir da dann auch noch ein Transkript hoch. Wenn Sie eine Audioversion des Mitschnitts brauchen, schreiben Sie uns gerne an redaktion@sciencemediacenter.de. Dann hoffe ich noch, dass es für Sie alle auch so informativ war wie für mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. 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 Wiedersehen.